Also möchtest du einfach die ersten 2 Minuten schon mal für dich haben Für oder? welchen? Spanien? Ah! Spanien! Das ist Musik, die kann man entweder nur lieben oder nur hassen. Ich bin sehr gespannt auf den Refrain tatsächlich. Das ist der Refrain. Ich glaube, genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist der. Ich habe gar nicht gemerkt, dass das der Refrain ist. Jetzt aber. Ich habe das Gefühl, ich habe 4 Intros zu 4 verschiedenen Songs gehört. Ich suche gerade noch die Melodie, deswegen ich muss mich noch konzentrieren. Jetzt gib mir irgendwas. Also ich fühle es nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Ich muss auch sagen, es ist gar nicht mein Vibe. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden. Das sind Wüstengesänge. Das ist Alhambra. Es ist einfach so gut. Ich finde es super. Da ist doch... Was ist da? Da ist doch, das ist doch nur... Nix ist da. Das ist doch super boring. Ehrlich gesagt, ohne dass wir gesprochen haben vorher, hätte ich vermutet, dass du es liebst. Bei dem Beitrag versetzt mich irgendwie alles nur in Fluchtgedanken. Es ist unfassbar anstrengend. Spanien versucht es mal wieder mit Flamenco. So gut. Und hat einen Song, der nur Höhen hat. Es ist, als wenn man ständig nur einatmet, aber nicht ausatmen kann. Natürlich ist das das, was wir beim ESC haben wollen. Musik, die an das Land erinnert. Traditionell finde ich auch gut, dass man da auch mal was hört von einem Land, was nicht so ein und das Gleiche ist. Aber es ist einfach wirklich zu sehr in dieser Nische drin, als dass ich mir vorstellen kann, dass das wirklich ein breites Publikum anspricht. Also sehr, Lea, nein, hör, nimm das bitte ernst. Lea, ich weiß, was du gerade gedacht hast. So sieht meine Katze aus, wenn sie kotzen muss. Schön, dass es ein bisschen ruhiger ist und so ein bisschen artsy. Wenn du das in Deutschland spielst, dann tanzen dann nur so Lehrerinnen mit Fahrradhelmen. Das ist doch mal was anderes, höre ich meine Mutter sagen. Und wir alle wissen, das endet nur selten in was Gutem. Ja, aber es wirkt so halt ein bisschen so Kunsthochschule Kassel Performance Art. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein spannendes Thema ist und dass das musikalisch sehr hoch zu bewerten ist, was sie da gemacht hat. Das ist aber sehr schön ausgedrückt. Ja, ich musste ja auch deine kotzende Katze wieder irgendwie einfangen, dass dieses ganze Format auch ein gewisses Niveau hat hier. Das Konzept finde ich total nachvollziehbar. Die haben so ein Kulturgut in Spanien, das ist Flamenco-Musik. Das ist ganz toll, weil es so authentisch ist und bedient sich so viel Flamenco-Elemente im Tanz wie auch im Gesang. Und dann haben sie es versucht, ein bisschen aufzupeppen mit so einem treibenden Beat drunter. Deswegen wirkt es ein bisschen modern. Ich sehe schon die Idee, die finde ich auch gut, dass man dieses sehr spanische Genre irgendwie so modernisiert mit so einem Techno-Bass. EAS sind ja Wiegenlieder oder Kinderlieder. Also um Kinder in Schlaf zu singen, ich meine, das sind Albträume wahrscheinlich. Das ist schon auch sehr traditionell spanisch damit verbunden. Und ich finde, dass das tatsächlich mal eine positive Verbindung ist, die nicht aufgesetzt wird. Und das ist jetzt ein Angebot an Europa, weil das ja Musik ist, die normalerweise so nur in Spanien gehört wird. Und es ist die Frage, ob Europa dieses Angebot annehmen will. Das ist so ein Song wie Nüsse im Essen. Das wirkt irgendwie raffiniert, aber am Ende ist es einfach nur anstrengend. Och. Wir sind ja auch sehr stark in der Geschmacksfrage. Schlechter Geschmack, guter Geschmack. Dient der Vielzahl beim Song Contest, würde ich jetzt nicht ersetzen gegen den nächsten Latino-Pop-Schinken, den Spanien gerne schickt. Würde ich fast sagen, das ist mir lieber. Aber es kann mir doch jetzt nicht nur gefallen, weil es anders ist als die anderen Beiträge. Ein wunderschönes Kunstwerk, aber ich glaube eher keine Gewinnerchancen für den Eurovision. Am Ende wird sie, glaube ich, daran scheitern, dass an dieser Kunst außerhalb Spaniens kaum jemand interessiert ist.